Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge geht es darum, wie Blockchain Politik beeinflussen kann. Dann sprechen wir darüber, wie Blockchain Business beeinflussen kann. Und dann schauen wir uns noch an, was es aus dem Hause Bitmain bzw. EOS zu hören gibt. Als erste News Story schauen wir uns hier eine News Story aus Zug an, dem Kanton Zug in der Schweiz, das ja von vielen das Crypto Valley genannt wird. Die Schweizer Stadt und der Schweizer Kanton gleichzeitig haben sich interessanterweise als, sag mal, Hub der Kryptoszene in der Schweiz positioniert. Die Schweiz möchte als Land auch eine gewisse Vorreiterrolle hier übernehmen und sie haben das eigentlich auch bereits mit einem sehr, sehr interessanten System getestet und auch gezeigt, meiner Meinung nach. Sie haben im November 2017 etwas, das sich EID-System nennt, lanciert. Ist eine Art Wahlmechanismus, das auf der Blockchain basiert. Das heißt, ihr könnt wählen gehen mit eurer EID. Dafür sind momentan noch nicht sehr viele Leute zugelassen. Also etwa 240 Bürger können das momentan machen. Und es gab in den letzten, ich glaube in der letzten Woche zwischen dem 25. Juni und dem 2. bzw. 1. Juli gab es eine Art Testwahlveranstaltung, bei welchem etwa 72 Leute mitgemacht haben. Und es ging darum, zum ersten Mal, ob dieses EID-System einfach ist, ob es verständlich ist und noch weitere Fragen, wie zum Beispiel, würdet ihr eure Steuererklärung auf dem Blockchain-System basierend einreichen? Würdet ihr eure Parkgebühren mit der Digital ID bezahlen und würdet ihr das Ganze gebrauchen, um aus der Bibliothek Bücher auszuleihen? Obwohl die 72 Bürger natürlich eine sehr, sehr kleine Zahl sind, heißt hier, dass trotzdem 22 Leute gerne ihre Steuererklärung mit Hilfe der Blockchain einreichen würden. Wie genau die Blockchain dazu ich sag mal, gebraucht wird, ist mir nicht ganz klar. Meiner Meinung nach hat es sicher Vorteile, wenn man das Ganze anschauen kann, aber eben, ich meine, ich glaubte, der Staat kann das momentan sowieso, beziehungsweise die Steuerbuden, von daher sehe ich den Vorteil nicht ganz. Was ich sehr begrüßen würde, ist natürlich eine Art digitale ID, also eine Art Identitätskarte, basierend auf der Blockchain. Das wäre sehr, sehr spannend. Und da finde ich natürlich, wir sind ja in Zürich, das Ganze ist in Zug passiert, finde ich das in der Schweiz natürlich sehr, sehr cool. Die Schweiz generell ein sehr vorwärts denkendes Land. Das heißt, wenn es irgendwie um Steuererklärung etc. geht, da kann man das Ganze eigentlich schon digital erledigen, da muss man nichts mehr ausdrucken. Nichtsdestotrotz ist die Schweiz auch gleichzeitig ein sehr konservatives Land, das gewisse Werte natürlich schützen möchte, sowie auch eben das Finanzsystem. Nichtsdestotrotz haben die Schweizer bzw. die Regierung sowie der Kanton Zug möchten sich nach wie vor mit dieser Idee des Crypto Valleys weiterhin positionieren und ich begrüße das sehr fest. Jetzt haben wir über Politik gesprochen, kurz angetönt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann Blockchain das Business verändern? In den Philippinen ist seit etwa, die Philippinen haben eine sehr interessante Strategie gefahren. Seit etwa 15 Monaten herrscht auf den Philippinen allgemein eine sehr, ich sag mal, positives Klima bezüglich Blockchain-Technologie und Kryptowährung. Wohingegen viele asiatische Länder mit der Ausnahme von Singapur, die relativ neutral gegenüber diesem Thema gestanden sind, Kryptos eher nicht begrüßt haben, haben die Philippinen gesagt, hey, kommt zu uns, wir geben euch noch, sogar noch Gelder, könnt das Ganze investieren. Und sie haben jetzt eine Art ökonomische Zone, also Wirtschaftszone, besser gesagt, gegründet, in welcher sie eben bis zu 25 Krypto-Börsen vor allem platzieren möchten. Sie sagen halt, hey, in dieser Cagayan Economic Zone Authority könnt ihr Gelder bekommen. Ihr kriegt, falls ihr Gelder investiert, auch noch regulatorisch gewisse Vorteile. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass nicht nur Steuergelder zurückkommen, weil eben Arbeitsplätze geschafft werden, sondern auch die ganze Wirtschaft angekurbelt wird mit neuen Business-Ideen, mit neuen Geschäftsfeldern etc. etc. In den Philippinen gibt es eine sogenannte
ein Startup, das sich coins.ph nennt. Und die haben in den letzten paar Monaten sogar ähnliche E-Banking sowie andere Finanzapplikationen, vor allem im Android Store, überholen können. Von daher sehr spannend. Das heißt, Blockchain geht in ganz, ganz verschiedene Felder ein. Als Regierung, als Staat natürlich eine Riesenchance, sich zu positionieren und einfach zu sagen, hey, kommt zu uns, wir geben euch Gelder oder wir erlassen euch die regulatorischen Maßnahmen, aber ihr müsst XYZ erreichen. Das aus den Philippinen. Wir bleiben gleich in Asien. Wir gehen weiter nach China und zwar gehen wir zu Bitmain. Bitmain hat wieder mal für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar hat Bitmain es geschafft, gemäß dem Voting von EOS, dem öffentlichen Voting von EOS, auf den 11. Platz der Block Producer zu rücken. Das heißt, Bitmain wird offiziell ein EOS Block Producer, kann also Transaktionen verifizieren und vor allem, fast wichtiger, die Netzwerkverfassung ausführen. Das heißt, beziehungsweise nicht, dass ich jetzt etwas falsch sage, die Netzwerkverfassung bzw. die Verfassung des EOS-Netzwerkes wird eben durch diese Block-Producer geschützt und auch ausgeführt. Und Bitmain, weil sie eben durch AntPool, durch BTC.com sowie auch durch die Investments bei Via BTC fast 50% des Mining kontrollieren, also der ganzen Schürfwelt, haben sie natürlich extrem viel Prozessor-Power, die da helfen kann. Für die Podcast-Hörer, wir schauen uns gerade eine Grafik an, die uns eben genau diesen Split zeigt. Und zwar sehen wir hier BTC.com etwa 25%, AntPool 15% und Via BTC, in welchem eben Bitmain auch investiert ist. Etwa 10% der ganzen Mining Pools werden von Bitmain direkt oder eben indirekt kontrolliert. Das sind relativ große Mengen, wenn man darüber nachdenkt, dass es eben eine Firma ist. Und was genau bringt das, also sagen wir zumindest finanziell, bringt das Bitmain denn? Nun, als eben Position als EOS Block Producer erhält man eben auch einen Reward, also einen Ertrag. Diesen Ertrag erhält man in Form von EOS. Momentan 835 EOS würde EOS AntPool bzw. Bitmain bekommen. Das momentan etwa 7.300 US-Dollar bedeutet pro Tag. Das bedeutet etwa 2,7 Millionen US-Dollar pro Jahr. Und was sich als relativ hohe Zahl anhört, ist eventuell nicht so hoch, wenn man darüber nachdenkt, dass Bitmain zwischen 2 und 4 Milliarden Umsatz generiert hat im letzten Jahr. Das ist also eher Peanuts für die, aber nichtsdestotrotz, Bitmain muss ja auch irgendwie wachsen. Man hat ja auch von einem Börsengang bereits gesprochen. Von daher, die sind auf jeden Fall auch daran interessiert, dass das Business noch weiter wächst. Nun, falls ihr denkt, hey, wieso wieder Bitmain? Die haben das ja komplett unfair. Die sind ja sowieso schon immer in den Schlagzeilen. Macht euch gefasst. Auf Nummer 1 der EOS Block Producer und somit etwa 1020 EOS am Tag verdient sich Bitfinex. Bitfinex kennen wir ja auch durch die Kontroverse mit Tether. Und Bitfinex ist dabei EOS ganz dick dabei, nämlich auf Nummer 1 als Block Producer, macht etwa 9.000 US-Dollar am Tag mit dem jetzigen Kurs. Und das sind etwa 3,3 Millionen US-Dollar in einem Jahr. Nun, Bitfinex braucht wahrscheinlich das Geld genauso wenig, weil Bitfinex wahrscheinlich volumenmäßig auch im zwei- oder sicher dreistelligen Betrag umsetzt, zumindest mit den Börsengebühren. Aber nichtsdestotrotz gibt das natürlich gewissen Börsen bzw. gewissen Organisationen eine Macht. Und da ist die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich habe ja immer gesagt, bei EOS, ich stehe da sehr, sehr neutral hinzu. Ich bin weder für noch dagegen. Ich finde einfach, das EOS-Experiment, so wie ich es nenne, ist ein sehr, sehr spannendes Experiment. Ganz einfach aus dem Grund, weil sich die EOS-Organisation bzw. das ganze Netzwerk geht jetzt durch diese Probleme und wir können wie live zuschauen und live miterleben, wie sich die Organisation ganz organisch entwickelt. Ob diese Entwicklung eine gute oder eine schlechte ist, ich denke, das werden wir erst in ein paar Jahren sagen können. Nichtsdestotrotz ist hier EOS definitiv sich am Wandeln, da ist etwas am Gehen
Und von daher denke ich, ist EOS ein sehr, sehr spannendes Projekt. So, mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, macht mit beim Telegram-Channel. Link unten in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann.